Herzlich willkommen bei Coolity H. Das wird ein Blu-ray und DVD-Update. Da fange ich gleich mal an mit einem Steelbook. Das Terminator Steelbook, was wirklich sehr, sehr schick aussieht. Und ja, von vorne sieht es natürlich toll aus und von hinten sieht es auch toll aus. Nur ein Manko hat dieses Steelbook. Ja, dieses Steelbook ist noch matt gehalten. Der Manko ist hier, es hat kein Inlay. Das ist der einzigste Manko. Aber sonst ist das Steelbook sehr, sehr schick. Und bekommt man eigentlich auch recht günstig. Die Bild- und Tonqualität kann sich aussehen lassen für so einen alten Film. Denke ich natürlich. Also meine ich zumindest. Und ja. Deswegen kann ich nur sagen, kaufen. Denn das ist ein sehr schönes Teil in der Sammlung. Dann geht es weiter mit Iron Man. Hatte ich schon mal gehabt, aber in einer Scheißqualität würde ich jetzt nicht sagen. Das war schon eine gute DVD-Qualität. Nur die DVD war jetzt nicht, also war nicht mehr so guten Zustand. Und dafür habe ich mir jetzt sicher gut für 4 Euro. Ja, die originaldeutsche Kinoversion ist das hier. Was soll ich dann nur noch sagen? Eigentlich kennt jeder Iron Man. Müsste eigentlich jeder kennen. Top-Film. Kann man sich immer anschauen. Meine Meinung. Ich könnte eigentlich mal anschauen, mal. Kann man sich mehrmals anschauen, einfach. Macht einfach Spaß. Ja. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil. Den habe ich auch für 3,99 bekommen. Ja, was ist jetzt der Unterschied? Es ist ja Concorde. Concorde macht ja Wendecover. Aber beim ersten Teil hat es auch gar kein Wendecover. Der hat irgendwie so ein scheiß Inlay. Für andere Filme Werbung. Und hier beim zweiten Teil hat er ein Wendecover. Ein bisschen sehr komisch, wie ich finde, und ja, das enttäuscht, ein bisschen enttäuscht über das Label. Ja, dann geht's hier weiter mit Man in Black 3. Kennt jetzt bestimmt nicht jeder, aber ja, Man in Black 3 ist auch nicht mehr so gut wie die anderen Teile, aber dennoch sehenswert und macht eigentlich recht Spaß. Zumindest mir hat das Spaß gemacht. So schön. Ja. Dann kommen wir zu einem, kann man sagen, Gruselfilm. Hier ist Don't Be Afraid of the Dark. Was soll ich dazu sagen? Ist ein wirklich ganz guter, ja, Horror-Gruselfilm. Es geht dort um, kann man sagen, Zahnfeen. Ganz kleine Monsterwesen. Und ja, die knabbern gerne Zähne. Und geben Geld, also Silbermünzen für Zähne. Müsst ihr euch mal anschauen, den Film, der ist wirklich sehr spannend. Und ja, einfach anschauen, nicht zu viel erwarten, denn ja, dann wird man enttäuscht. So, dann geht's weiter mit einem Actionfilm. Hier, Missing Action 3, Braddock. Ja, der dritte Teil. Der zweite Teil kommt da jetzt in der Action Cult 3 erst am Ende Januar raus, 2013. Was mich ein bisschen wundert, dass der dritte Teil früher rauskommt. Kein Plan wieso, aber das ist wieder ein sehr, sehr guter Actionfilm mit Chuck Norris. Meine Meinung ist so, Amazon, die Rezensionen sind auch ganz gut und bekommt man eigentlich schon ganz günstig. Ich habe ihn jetzt für 8 Euro bekommen, haben wir gleich mitgenommen, macht Spaß zu schauen, sehr gute Action. Und so soll es ja sein. Dann kommen wir zu einem ja, Familienklassiker, einem Walt Disney Film. Ja, ist hier ein toller Käfer namens Herbie, kann man sagen. Wirklich sehr, sehr guter Film. Ja, die alten sind noch die besten, sage ich dazu. Die ersten 2-3 Stück. Wobei mir Herbie Fully Loaded auch sehr gut gefällt. Aber hier dennoch grandios, wie die das gemacht haben. Mit den 2 halben Autos durchs Ziel. Also ist einfach geil gemacht. Einfach mal selber schauen. Ja, und mehr kann ich nicht sagen. Bekommt man auch schon ganz günstig. Ja, dann kommen wir zu einem Film. Ja, kennt glaube ich auch jeder. Habe ich auch ganz günstig bekommen. Hier Sherlock Holmes, Spiel im Schatten. Mit Robert Downey Jr. Ich weiß, kann man nicht aus dem Namen. Aber er ist der Schauspieler von Iron Man. Spielt ja eine wirklich sehr gute Rolle. Was
Mich jetzt stört, ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob er nahtlos an den ersten Teil anknüpft oder nicht, denn den ersten werde ich mir erst noch besorgen, also kaufen. Bekomme ich dann irgendwo ganz günstig schon. Könnt ihr auch mal was dazu schreiben, welche Filme ihr gut findet und ja, wieso und warum, ja. Und mir gefällt er aber. Ganz cool gemacht. Aus der heutigen Sicht finde ich wirklich ganz cool mit der Vorhersehung und so. Das ist ganz cool gemacht. Dann geht's weiter mit Sanctum, habe ich auch ganz günstig bekommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Deswegen kann ich auch nichts sagen. Soll ganz gut sein, aber nicht zu viel erwarten. Dann kommen wir zu einem Van Damme-Film mal wieder, der wirklich eigentlich wieder sehr gut ist. Ich finde ihn zumindest wirklich sehr gut. Hier namens Six Bullets. Ja, ich habe ihn schon gesehen und kann nur sagen, ich kann nur eine Empfehlung aussprechen. Schaut ihn euch mal an, gibt mal eine Chance, den neuen Van Damme-Film. Der macht wirklich Spaß. Es geht irgendwie so um, ja, er ist ein Ex-Söldner und ja, er hat eine Gabe, kann man sagen. Er findet, also er spürt auf vermisste Personen auf. Ja. Ja, und dann war mal so ein Auftrag und dann ist ein bisschen fehlgeschlagen, kann man sagen. Und dann hat er aufgehört mit den Finden von anderen Personen. Und danach kommt er wieder in die... Also danach hat er wieder einen Auftrag bekommen, den er aber erst ablehnt und dann doch annimmt. Ja, kann man. Und dann geht's wieder los. Und er macht wirklich, wirklich Spaß, der Film. Also ich kann nur empfehlen, er ist ungeschnitten hier in Deutschland erhältlich, ab 18 Jahren. Ist eine Mischung aus, ja, 96 Stunden und Man on Fire. Auch wieder von dem Regisseur von Assassination Games. Der Assassination Games hat er auch Van Damme mitgespielt. Und der war auch sehr gut. Aber hier Six Bullets kann ich auch nur empfehlen. Gibt mal eine Chance, den neuen. Ich weiß nicht, sind Van Damme Fans unter euch noch? Ich weiß es nicht. Weil manchmal hat er auch nicht so gute Filme gemacht, aber... Eigentlich, ich kann eigentlich nichts als Schlechtes eigentlich sagen. Ich finde die meisten Filme von denen eigentlich gut. Man darf nicht so hohe Erwartungen haben bei den alten anderen Filmen. Hier kann man, muss man selber, also mal, schaut euch einfach mal an, kann nicht einfach alles sagen. Schaut euch einfach an. Okay, dann. Ja, soll ich noch zusammen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Man hört sich.